Einen wunderschönen Dienstagnachmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS22 Golichev zusammen mit der Romy, dem Eggy, dem Jürgen, dem Sören, dem Daniel und meiner. Ich hatte schon gedacht. Hallo. Moin. Mahlzeit. Mahlzeit. Wo ist eigentlich Romy? Hört man die Romy noch? Hallo. Ah, hallo. Sag gar nichts. Gestern nichts erzählt. Bis jetzt hat sie noch nichts erzählt. Romy, Mensch. Brauchst nicht schüchtern sein. Bin ich nicht. Wie war dein Tag bis jetzt? Ich war arbeiten. Ach du Scheiße. Erklärt alles, oder? Ja, das stimmt allerdings. Kann hier auch nicht abladen. Oh, was kannst du denn? Nix. Nix kann ich. Alter, was? Ich stehe hier immer noch rum. Ja, was? Kann ich da nichts dafür, wenn ich nicht abladen kann. Junge, der hindert mich am Arbeiten, ehrlich. Ah, ich hab. Hör ich da ein Mimimi? Nö, von dir nicht. Ich hab gehört, Romy, von deinem lieben Gatten, dass du den Hund auch so schön vertätscheln tust, ja? Vertätscheln. Ja, verhätscheln und vertätscheln. Und Sören ist eher so der böse, strenge. Das ist bei jedem Haustier. Und da sag ich so bei den Kindern. Vor allem, da sag ich so zum Sören, sag ich so, ja, das ist bei uns genauso, weil zu dem Zeitpunkt war meine Frau gerade mit meinem Hund auf der Couch am Schmusen, ne? Ich sag, ja, das ist nicht anders bei uns. Ist genau dasselbe. Das muss auch sein. Ja, hallo? Aber nicht zu viel. Sören Warum ist doch nur stinkig, nicht? Weil Romy ihn nicht verhätschelt. Schön verhätscheln und vertätscheln die Hunde, ist klar. Kannst du immer noch nicht abladen, Daniel? Doch, geht. Aber nur durch den Kornschieber irgendwie. Ganz komisch. Du bist auch komisch, Daniel. I know what I mean. Was hat denn jetzt Heino damit zu tun? Egal. Was? Ja, so. Dann hast du den zweiten Ladewagen gefunden? Ja. Ja, 134.500 Euro neue Fahrzeuge. Das kann eigentlich kein Ladewagen gewesen sein, oder? Doch. Für 134... Wo ist denn der andere? Wir müssen doch den zweiten noch haben, den grünen, von dem anderen Hof. Der ist beim Shop-Call abgegeben worden. Aus Versehen. Aus Versehen. Paula wissen, ja, wenn sie gepellt sind, auch zwei. Ich Hauptsache figurieren, das war der falsche Reiter, das war... Hauptsache groß... Naja, ein Dreiachser. Dreiachser hat er gekauft. Klein, Dreiachser. Mhm. Mhm. Die kannst du auch mit deinem Trecker gar nicht ziehen, 300 PS. Hallo. Ach, mein Abfahrer kommt endlich. Gib mir dein Rohr. Ja, ist schon lange draußen, Junge. Das ist aber doof, wenn man das dann nicht sieht. Hier Karneval ist vorbei, Junge. Daniel, ich glaube, du musst auch noch mal in eine Fahrschule. Nee. Trifft's nicht. Ja, eigentlich bin ich genau drunter gestanden. Ja, ja. Eigentlich, da wundert mich das auch, dass er keinen Abladetrigger findet. Hörst du nur. So, wir sind alle doof. Muss man das Feld dann pflügen, oder? Sind wir gerne, Daniel, sind wir gerne. Die 44 muss man... Nee, nix.
nix. Irgendwie ein Ansehen Spaß haben. Ja, die 44 hatten wir doch genullt gehabt beim letzten Mal. Mhm. Oh, du hast da was stehen lassen. Ist für die Tiere. Ja. Waren Eggie und ich doch fleißig damals letztes Mal gewesen. Oi. Hier ist was los, du auf dem Feld. Laterne. Sonne, Mond und umgekippte Traktoren. Jürgen hat's wieder drauf, du. Wenn ihr sehen wollt, was er macht, schaltet gerne auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Nein, schaut gerne auf seinem YouTube-Kanal vorbei, so rum. Link ist in der Videobeschreibung, ihr Lieben. Schön drauf achten. Den lieben Jürgen. Schön unterstützen vor allem. Hat keinen Beifahrer. Den vermisse ich irgendwie, ne? Beifahrerskript. Ich hab immer noch keine Kettensäge. Nee. Aber gleich. Ja. Ihr Lieben, ich weise euch schon mal drauf hin. Ich hab's ja auf der Dürenrot schon mal erzählt gehabt, gestern Mittag, Freitag, beziehungsweise im Laufe dieser Woche auch, mehrfach, wenn ich am Stream bin, ist es ein Spenden-Stream, so wie es, wie hat's Jürgen gesagt, Spenden-Stream. Jo. Genau. Freitag wird sozusagen der Hauptstream werden bei mir. Der Jürgen hat schon gesagt, er macht mit. Wie gesagt, alle Einnahmen, also alle Subs, alle Bits, alle Donations werden zu 100% an eine Organisation gespendet, die für die Ukraine da hilft, sage ich jetzt einfach mal. Eggie, wo kommst du denn her? Von hinten. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, alle Einnahmen werden zu 100% gespendet. Und ja, das ist so ein kleiner Beitrag, den ich dazu leisten werde. Deswegen, Freitag Hauptstream unter der Woche, muss ich einfach mal schauen, wie ich es schaffe, weil aktuell ist auch viel Arbeit bei mir zu tun. Das muss ich einfach gucken, ob ich es abends einfach mal schaffe. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, dass ich unter der Woche auch nochmal so auf jeden Fall ein paar Mal streamen werde. Wie gesagt, alles wird zu 100% dann gespendet. Damit den armen Menschen da unten, hilflosen Menschen auch geholfen wird. Jo. Sagt keiner mehr was. Jo. Jo. Oh. Bitte keine Waffen spenden. Nein. Aber Kugeln werde entgegengenommen. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel, oder bei meinem Sohn in der Schule ist das, die haben jetzt den Kindern, haben denen einen Zettel mitgegeben, wo hier so drauf steht, alles zweifach, nee, hier so Öl, Nudeln, Mehl, Zucker, Magnesium-Tabletten, nee, Multivitamin-Tabletten, also diese Brausetabletten, weißt du, stand da auf den Zettel mit drauf. Und welches Elternteil halt möchte oder welche Eltern halt möchten, können das Ganze halt an der Schule abgeben. Da kommt dann, ich weiß nicht, zu irgendeinem Zeitpunkt kommt dann ein riesengroßer LKW, der dann das alles einpackt und dann auch so in die Ukraine schickt. Finde ich ganz cool gemacht. Finde ich schön, dass auch die Schulen sich daran beteiligen, ne, die wollen. Ich meine, ich habe es beim Einkaufen gemerkt, ich habe weder Nudeln noch Öl noch selbst Scheiß aus Papier, aber ich war, na gut, ist ja eine andere Geschichte, aber ne, Nudeln, Öl habe ich so gut wie gar nicht mehr gekriegt. Also es sind wohl doch einige hier in der Umgebung, die das machen. Finde ich halt auch cool. Ich finde es auch gut, wobei ich jetzt gedacht hätte, die brauchen eher Ibu als Multivitamin, aber na. Na. Ja, hört man ja immer so im Fernsehen, ne? Ja, aber ja. Medikamente dürfen die ja nicht ausgeben. Ja. Wieso? Ich dachte, Schmerzmittel darf man hinschicken. Nee, Rotkreuz gibt keine Medikamente aus. Oh.
Ja, es ist schon echt erschreckend. Wie gesagt, das hatte ich ja auf der Dürrenrot auch gesagt. Eigentlich mache ich das ja nicht, dass ne, in meinen Folgen oder auf meinen Projekten über Politik gesprochen wird. Aber das ist halt jetzt echt mal so eine Regel, wo ich sage, die werde ich jetzt einfach mal brechen. Weil es ist halt doch etwas, was ja einen selber auch so ein bisschen nachdenklich macht irgendwie, ne? Ja, wenn es doof läuft und es halt selber auch trifft, wenn der halt nicht einfach jetzt mal anhändelt. Richtig, deswegen habe ich einfach gesagt, ich werde diese Regel jetzt einfach mal brechen und einfach mal drüber reden auch. Und deswegen. Heute geht das auch, heute ist Martin nicht dabei. Genau, heute ist Martin auch nicht dabei. Da wird das nicht so ausatmen. Ja, das war letzte Woche echt ein bisschen heftig. Vor allem, ich wollte mich verabschieden als bei euch, weißt du, und der labert und labert und labert und labert. Ja, das war halt eine heiße Diskussion, da war ich ja auch mit schuld. Ja. Und, ja, da warst du nicht schuld, weil die Diskussion hatten. Eggy war auch dabei, oder? Ja, Eggy war ja auch dabei, ja. Nee, schon einen Tag vorher hat man ja schon das Gleiche. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich kam da ja nicht, deswegen bin ich dann einfach raus und hab dann ins DC geschrieben, gute Nacht. Jo. Naja, aber es ist halt, ja, echt. Du hast aber vorher im DC noch gesagt, ich halte es nicht mehr aus und dann bist du erst raus. Echt? Okay. Ja, ist auf jeden Fall echt erschreckend. Vor allem, wo ich das hatten sie ja auch in den Nachrichten gezeigt, das eine Video von dem Reporter, wo dann auf einmal der irgendwie in der Pause stand oder so, keine Ahnung, war am Rauchen und auf einmal schlägt über ihm eine Bombe ein. Das war schon echt heftig, ey. Natürlich unschön. Ja. Ist schon echt böse. Eggy. Komm mal her. Komm mal her. Hier. Komm mal. Ist ein Satzzeichen. Wo bist du denn? Hier. Heinz Sören. Ja. Lad du den Scheißhänger da jetzt mal ab. Anhänger. Na. So. Der kann doch nur rechts oder hinten, soweit ich das weiß. Jo. Hinten ja, durch kommt so weit... geht, aber das dauert 10 Minuten. Ob du so weit links reinfahren kannst, dass der rechts den Trigger erwischt, weiß ich nicht. Jo. Oh. Weiß auch nicht so, wie Ingens hier reingefahren ist. Wie heißt er nochmal? Daniel, ne? Ja. Wie heißt er nochmal? Ach ja, Daniel hieß er. Ich glaube auch, man muss dann schon ziemlich links an die Kante fahren. Wir haben doch diese kleine schwarze Anhänger, mit denen gibt es keine Probleme. Das kleine die schwarze? Das geht auch nicht. Ja, der große Grüne will hier nicht. Das kann sein. Vom Trigger her nicht passt bei dem. Ah doch, hier. Das ist doch. Ich hab damit schon abgekippt. Ja, ich auch hier. Das ist nur Daniel, der es nicht kann. Als drauf. Der findet aber Probleme, wo gar keine sind, ne? Merkst du das? Der will sich einfach nur vor der Arbeit drücken. Der will nur die schönen Sachen machen. Ich blick's halt manchmal nicht. Hier kannst du mal abladen, ich muss mal rauchen. Wie, jetzt hast du PC neu gestartet und alles, jetzt muss ich auch nur rauchen. Aus Daniels Munde gesprochen. Ja, da kommst du nicht rum rückwärts, hä? Mit dem Skidem würde ich's machen, aber mit dem scheiß Drehschemel nicht. Ach, scheiß Drehschemel.
Nur weil du es nicht kannst, Junge. Ja, gebe ich auch zu. Ach ja. Das macht mir so ein bisschen Angst, ne? Romy und Sören sind echt ruhig, ey. Sind aber arbeiten. Die hacken irgendwas aus. Ja, ja, ich merke das schon. Also, die sind bestimmt irgendwas am Aushacken, du, ey. Ich überlege mir gerade Geschichten aus dem 19er. Mark mit Drehschemel auf der Hinterkaife. Aber mir fallen da gerade schöne Sachen ein. Moment, mittlerweile kann ich das mit dem Drehschemel, ne? Mittlerweile. Ja. Kannst du es denn? Hä? Hä? Ja. Am Anfang hat es ausgeschaut wie Selbstmord. Schlimmer. Schlimmer, sagt er. Können wir ja morgen nochmal drüber diskutieren, denn wir sind fertig für heute, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne Däumchen nach oben da, schreibt in die Kommentare und wie gesagt, denkt dran, ne, auch beim Jürgen vorbeischauen und Däumchen da lassen und in die Kommentare schreiben. Den könnte man so richtig zuspammen. Und genau. Ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, tschüss und bye bye. Bye bye. Tschüssi.